Hallo, herzlich willkommen zu dem neuen Blickpunkt Liborius. Heute einmal nicht aus der schönen Liboriuskirche, sondern hier aus dem Park der Sinne am Fördersee. Bei diesem wunderschönen Wetter sind wir mal rausgegangen und senden euch heute von hier aus diesen Blickpunkt. Und ich stehe hier in dem Labyrinth im Park der Sinne. Dieses Labyrinth ist dem alten Labyrinth von Knossos nachempfunden. Das findet sich in der griechischen Sagenwelt wieder. In Knossos auf Kreta gab es ein solches Labyrinth, natürlich viel größer. Da herrschte ein furchtbares Untier, das fraß ständig die Menschen auf, bis dann der Held Theseus kam und der hat es dann besiegt. Und damit er sich in diesem Labyrinth nicht verläuft, hatte ihm die Prinzessin Ariadne einen Faden mitgegeben. Den hat er am Eingang festgemacht und dann immer hinter sich ausgerollt. So fand er auch den Weg aus dem Labyrinth wieder zurück zum Ausgang. Dieses Labyrinth ist ein uraltes Symbol geworden, ein Symbol für die Suche nach dem richtigen Weg. Ein Symbol für den Weg durchs Leben. Und er ist ja auch oftmals wie ein Labyrinth. Wir haben das vielleicht in der Corona-Zeit besonders erlebt. Da dachte man, es geht wieder vorwärts, dann kam wieder der nächste Lockdown. So wie beim Labyrinth. Man denkt, man kommt dem Ziel näher und dann muss man doch wieder eine Kurve gehen und geht wieder weiter weg. Oder jetzt seit Mitte Februar, seit dem Krieg in der Ukraine. Wir dachten, wir hätten Frieden in Europa und nun plötzlich ist wieder Krieg und wir müssen über vieles ganz neu nachdenken. Ja, das Leben ist manchmal wie ein Labyrinth und es gibt Holzwege, Sackgassen, Irrwege und man weiß manchmal nicht so richtig, komme ich denn eigentlich auch zu meinem Ziel. Und da ist es wichtig, dass wir einen roten Faden haben, an dem wir uns entlanghangeln können. Und dieser rote Faden ist für uns Jesus Christus und sein Wort, sein Segen, der mit uns mitgeht. Und da habe ich jetzt besonders im Monat Mai unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Liborius-Gemeinde vor Augen. Sie werden Mitte Mai von Henning Büthepage und mir eingesegnet. 20 Mädchen, 15 Jungs. Und auch sie machen sich auf den Weg und sind ja auch schon längst dabei im Labyrinth des Lebens. Und wir hoffen und wünschen, dass sie auch den roten Faden gefunden haben, der sie durchs Leben führt, so wie wir alle diesen roten Faden brauchen. Für uns, Jesus Christus und sein Wort. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen, dass ihr diesen roten Faden habt.